Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sniper Ghost Warrior Video. Und irgendwie fühlt sich das gerade hier ein bisschen komisch an, als würde es fett lecken, was es auch ein bisschen tut, aber naja. Wir schauen mal kurz, wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen uns erst wieder eine Mission auswählen. Das heißt, das machen wir kurz am Laptop. Und ja, irgendwie ist die Maus verzögert. Hier ist es besser. So. Ingenieure. Diese Mission ist verdammt wichtig. Denn es geht um amerikanische Zivilisten. Das verstehe ich, Sir. Ja, das verstehe ich auch. Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz schauen. Maus. Empfindlichkeit. Zielempfindlichkeit. Gehen wir mal ein bisschen da nochmal rauf. Und jetzt gerade ist Ihre Sicherheit nicht nur unsere oberste Priorität. Es ist unsere einzige Priorität. Ja, Sir, aber... Genug, Soldat. Ich habe dir Freiraum gelassen. Viel Freiraum. Jetzt packst du erstmal alles andere beiseite. Verstanden? Ja, Sir. Verstanden, Sir. Ich kann mir keine verdammten Gedanken über Robert machen, wenn dort draußen Zivilisten sind. Robert ist vom Tisch. Absolut vom Tisch. Das ist dein Befehl. Ende. Alles klar, Herr Kommissar. Wenn Sie das sagen, dann machen wir das natürlich auch so. Wir drehen hier mal ganz kurz um. Das nennt sich Wenden in zwei Zügen. Und dann fahren wir da geradeaus nach vorne und dann, ups, müssen wir ein bisschen nach links. Und dann geht's hier entlang. Und wir fahren zu unserem nächsten Mission. Hier anscheinend durch, aber hier sind ein paar Gegner, aber das ist uns jetzt mal egal. Vor allem, ich glaube, ich habe die hier alle schon mal getötet eigentlich, dachte ich mir. Ja, ja, gibt's eine Ruhe. Ach Gott, wie weit treffen die denn? Schießen die jetzt mit dem Mörser auf mich? Wäre nämlich mehr als scheiße. Schauen wir mal kurz, dass wir das hier erreichen. Genau. Jetzt dürften sie dann mich eigentlich schon nicht mehr treffen können. Hoffe ich zumindest. So. Dann schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Lokalisiere die Ingenieure in der Dammanlage. Okay, das Problem ist wahrscheinlich garantiert auch wieder ein Haufen Feinde. Wir steigen hier jetzt einfach mal ganz kurz aus. Drinnen vielleicht. Ja, vielleicht. Die Frage ist, sind hier Gegner? Natürlich sind hier Gegner. Aber das hier ist der Damm. Schaut schon richtig cool aus. Mal kurz, ja, hier haben wir definitiv einiges an Gegnern rumstehen. Hier oben haben wir noch einen Sniper. Oder sowas in der Art zumindest. Ja, ich sehe schon, das wird wieder eine geile Mission werden, da reinzukommen. Wir haben hier oben relativ schönen Weg, so wie es ausschaut. Vielleicht können wir den irgendwie nutzen. Indem wir quasi da rechts nach oben gehen. Okay. Wir wissen Bescheid. Und sind auch gut eigentlich ausgerüstet, was Waffen und so weiter betrifft. Schalldämpfer müssten wir hier mal reparieren dann. Aber ein bisschen was geht noch. So. Fahren wir dich mal hier ein bisschen auf die Seite. Vielleicht können wir sogar mit dem hier noch ein bisschen weiterfahren. Nö. Doch. Die Frage ist, wo bin ich jetzt hier? Ich finde immer so blöd, dass man eben keine Third-Person-Ansicht wählen kann in dem Auto. Das finde ich ein bisschen scheiße. So, wo haben wir uns jetzt hier eingeparkt? Eher ein bisschen schlecht, aber das schaut mir so aus, als würde es hier raufgehen, genau. Ja, und dann springe ich eiskalt wieder runter, oder? Nee. So, wir müssen hier so rüber. Und dann können wir vielleicht da noch hoch. Nee, wir müssen eigentlich darüber. Okay, sehr gut. Gut.
Für den haben wir auf keinen Fall ein Sichtfeld. Auf den hätte man ein Sichtfeld, aber es sind noch einige andere. Und da oben wäre ein guter Sniper-Punkt. Dann probieren wir doch mal, ob wir vielleicht zu dem da... Holy shit. Wie kann der das überleben? Ich check's nicht. Leute, ich check's nicht. Wie kann man das überleben? Ich hasse das Game manchmal so. Ach, das geht mir wieder so auf den Sack hier. Wie viel der einfach mal einsteckt. Ja, und dann bin ich tot, natürlich. Leute, ich check's nicht, hä? Wie kann der mich wie kann der diesen Scharfschützenschuss überleben? Bei einem Pistolschuss? Okay, aber eigentlich auch nicht logisch, aber. Das ist vielleicht immer eine Sache. Dann probieren wir es halt einfach mal so. Auf die gute alte radikale Art. Und da verliert er gleich eiskalt sein Fernglas. Der Arme. So. Der hat auch ein Fernglas. Ich weiß nicht, ob man, wenn wir den hier ausschalten, ob dann da was passiert. Sehen wir gleich. Nix haben wir. Wir haben gar nichts. Oh, der kommt dir richtig schön entgegengeflogen. So. Der steht hinter einer Kiste. Ich sag da, manchmal ist die radikale Art die, doch die bessere. Er ist einfach verschwunden. In Deckung bleiben. Ich finde einfach, keine Ahnung, heute ist es irgendwie sehr laggy unterwegs, das Ganze. Ich habe zwar trotzdem eine relativ gute Framerate, aber es fühlt sich nicht so flüssig an wie sonst. Also wenn ich hier gehe, das ist ganz schrecklich. Ich hatte ja vorher beim Spielstarten relativ große Probleme. Hier oben geht's gerade besser. Runter jetzt. Können wir vielleicht den da jetzt ausschalten? Ne, den sehen wir auch nicht wirklich. Probieren wir es einfach nochmal mit unserem eigentlichen Plan, den wir hatten. Und gehen hier einfach mal rechts hoch. Okay. Ne, hier wäre es gewesen. Nach rechts und dann nach oben. Und dann nochmal nach oben. Okay, auf der anderen Seite wäre es auch gegangen. Okay, und die anderen Typen, die ihr jetzt verloren habt, die sind egal, oder? Alter, wie weit kann man denn hier hoch? Das ist ja irre. Aber ich würde ehrlich gesagt sagen, dass wir eigentlich von hier schon einen relativ geilen Überblick haben. Auf jeden Fall mal auf dichter. Und ins Gebäude können wir eh nicht wirklich reinschauen. Und der hier ist am Patrouillieren. Schauen wir mal, da brauchen wir auf jeden Fall die 200 Meter Einstellung. Und er müsste eigentlich stehen bleiben, weil ich glaube nicht, dass wir den sonst bekommen. Aber so bekommen wir ihn. Das wird ein richtig schöner Schuss. Und flop. Mitten in die Schädeldecke.
Nice. Sehr gut. Ich würde sagen, als nächstes gönnen wir uns den hier vorne. Weil der schaut mir auch eher relativ ein bisschen verplanter aus hier. Da können wir definitiv wieder ein bisschen zurückgehen. Und wieder ein Headshot. Sehr schön. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. So. Wir müssten mal kurz schauen. Q. Wir könnten mal Schmerzmittel, Verbandskasten. G. Ach, das Gelbe ist mein Ding, oder? Ich weiß immer nie, was für ein Ding was ist. Ob das Weiße mein Leben ist oder das andere. Aber scheinbar ist das andere mein Leben. Oh, wird das wieder ein Headshot? Nice. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hatte eher schon die Befürchtung, dass ich den eigentlich verkackt habe. Aber egal. Schauen wir nochmal kurz. Nee, wir wollten Q schauen. Nee, wir haben ihn immer noch. Aber wir haben ihn anscheinend nicht eingesetzt. Nee. Okay. Dann reparieren wir mal unseren Schalldämpfer. Schaltet auch nicht. Da ist er noch gut. Okay. Jetzt kommen hier nochmal zwei rausgeschreitet, sehe ich gerade. Die waren da vorher noch nicht. Die dürften aber da eher auf der anderen Seite sein. Gut, ich würde mal sagen, vielleicht können wir irgendwie da oben drüber springen vielleicht. Ich weiß nicht, wie weit das hier noch hoch geht, aber wir schauen jetzt einfach mal. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Wir können da auch noch weiter rauf. Da geht's auch noch weiter rauf. Okay. Ich bin froh, dass der so ein guter Kletterer ist, weil das wäre... braucht schon ein bisschen... Ja, genau, weil ich auch nach links weggesprungen bin. Was machst du denn? Der springt nach links weg. Jetzt. So. Wenn es so weitergeht, dann sind wir gleich ganz oben. Dann können wir wieder runterspringen. So, wir sind jetzt echt komplett bis nach oben gekraxelt. Ich weiß nicht, wie viel uns das bringt. Wahrscheinlich eher nicht so viel, wenn man bedenkt, dass wir da wieder runter müssen. Aber egal. Feindlicher Beschuss in der Nähe. Was, das wird jetzt ein Headshot? Okay. Und der war eigentlich ganz geil. Ich weiß allerdings nicht, ob wir den da treffen können, der da drin ist. Ja, können wir. Oh, Baby. Wir sind halt so weit weg, dass sie uns mit ihren normalen Standardwaffen anscheinend gar nicht kriegen können. Aber wir müssen definitiv in das Haus da rein. Jetzt sind wir beim Damm hier oben. Ja, der reagiert echt alles irgendwie verdammt langsam. Allein wenn ich ziel, wie lange ist dann teilweise da, bis das Visier da ist. Das Problem ist, Leute, ich muss jetzt da wieder runter. Vielleicht können wir da vorne den Aufzug benutzen. Meint ihr, das geht? Das wäre ziemlich cool, weil ich habe eigentlich keinen Bock hier wieder... Also runterkraxeln schon mal gar nicht. Kommt der? Die Winden drehen sich, die Seile bleiben stehen. Aber dann scheint es so zu sein, als würde da echt ein Aufzug kommen. Ich möchte ihn ganz gerne sehen. Ja, da kommt er. Wir brauchen Unterstützung.
Das ist natürlich richtig geil. Please hold the line. So ungefähr. Brrr.